Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, auch von unserer Seite aus ist Respekt an dieser Stelle für den Erfolg der Initiative 100% Tempelhofer Feld allemal angebracht. 740.000 Stimmen, die diesem Volksentscheid zum Erfolg verholfen haben, das ist ein kraftvolles Votum. Das ist ein Votum, das zu denken gibt, und ich glaube, kein Weg führt daran vorbei. Es ist ein Stück auch Zäsur für die Stadtentwicklungspolitik in Berlin, denn das gab es so noch nicht. Im Blick zurück ist es nicht gelungen, die Menschen von der Notwendigkeit einer Randbebauung am Tempelhofer Feld zu überzeugen. Es ist meines Erachtens vor allem nicht gelungen, eine gemeinsame Vision von dem zu erzeugen, wohin sich dieses Tempelhofer Feld entwickeln soll und von der sich die Berlinerinnen und Berliner hätten begeistern lassen. Und damit, daran halte ich fest, ist, glaube ich, eine Chance für die Stadt vertan. Und natürlich müssen und werden wir uns im Rückblick kritisch damit auseinandersetzen müssen, woran es gefehlt hat. Aber das Tempelhofer Feld ist und es bleibt ein Zukunftsthema. Und deswegen gehört der Blick vor allem nach vorn gerichtet. Das neue Volksgesetz einerseits erlaubt nicht viel, aber es bietet durchaus gewisse Möglichkeiten, das Feld weiterzuentwickeln. Das haben die Träger des Volksbegehrens immer betont, und ich finde, man sollte sie beim Wort nehmen. Der Senat ist gefordert, rasch auf die Vertreter der Initiative zuzugehen und auf der Grundlage des Volksgesetzes gemeinsam zu besprechen, welche Entwicklung auf dem Tempelhofer Feld nun noch möglich sein kann, möglich sein soll und wie diese Möglichkeiten in einem von breiter Bürgerbeteiligung getragenen Verfahren genutzt werden können. Da stehen wir am Anfang, auch das ist ein Lernprozess, aber auch der wird seine Chancen bieten, die wir nutzen sollten. Gemeinsam sind wir außerdem gefordert, in der Wohnungspolitik nun alle Anstrengungen zu unternehmen, den Ausfall des auf dem Tempelhofer Feld geplanten Wohnungsbaus zu kompensieren. Das ist kein leichtes, so sehr Sie das immer tun und so sehr Sie es behaupten, denn dieser Verlust ist ein herber Rückschlag für die Mietenpolitik in Berlin. Gleichzeitig fangen wir dennoch nicht bei Null an. Die Koalition hat an vielen Stellen die Weichen gestellt, um Wohnungsmangel und steigende Mieten in Berlin entgegenzuwirken. Uns schlecht zu reden, dafür gibt es wirklich keinen Anlass. SPD und CDU können zu Recht stolz auf das sein, was sie an Kraftanstrengungen in der Wohnungspolitik in dieser Legislaturperiode schon unternommen haben, und weitere werden folgen, dessen können Sie sicher sein. SPD und CDU stehen bereit, auch in Zukunft eine Politik für bezahlbare Mieten mit aller Kraft voranzutreiben. Der Volksentscheid zeigt, dass diese Politik nur mit den Menschen gemeinsam erfolgreich sein kann und nicht an ihnen vorbei. Wir sollten uns aber davor hüten, die Berlinerinnen und Berliner als notorische Neinsager oder reine Verhinderer zu diffamieren, denn ich glaube, das sind sie nicht. Ganz im Gegenteil. Die Anziehungskraft, die Attraktivität, die Lebendigkeit, die Leistungsfähigkeit unserer Stadt haben wir ganz maßgeblich dem zu verdanken, was die Menschen selbst aus Berlin gemacht haben. Und ich glaube, es ist durchaus angebracht, dass Politik sich da einmal in Bescheidenheit übt. Wo wäre Berlin, wenn nicht seine Bürgerinnen und Bürger in vielfältiger Weise Verantwortung für unsere Stadt übernehmen würden? Übrigens, sehr viel weiter wären wir, als wenn Sie diese Verantwortung trügen, liebe Kollegen, die jetzt hier so laut dazwischen schreien. Der Wille und die Bereitschaft zur bürgerschaftlichen Mitverantwortung sind nämlich keine hohle Floskeln. Sie sind Realität, wir erleben sie täglich, wir erleben sie überall in der Stadt, und darüber bin ich unendlich froh. Und Berlin gemeinsam mit den Menschen zu gestalten, das bleibt deshalb unser Ziel. Das Ergebnis und vor allem die hohe Wahlbeteiligung des Wahlsonntags zeigen nämlich auch, die Berlinerinnen und Berliner sind nicht unpolitisch, sie sind nicht politikverdrossen. Und das ist im Ergebnis eine gute Nachricht, so bitter ansonsten die Folgen dieses Wahlsonntags sind. Die Menschen wollen mitmischen, sie wollen eingebunden sein, und darin liegt eine große Chance. Darin liegt Potenzial, ein Potenzial, das wir ernst nehmen müssen, wenn wir es nutzen wollen. Denn mehr denn je gilt, und das haben hier verschiedene Redner zu Recht herausgestellt, wir brauchen ein breites gesellschaftliches Bündnis zur Bewältigung der Herausforderungen einer wachsenden Stadt. An unseren Ideen, an unserer politischen Unterstützung für eine partizipative Ausrichtung der Stadtentwicklungspolitik hat es nie gefehlt. Dafür müssen wir das Rad auch nicht völlig neu erfinden. Berlin hat eine lange und gerade aus der Nachwendezeit heraus eine große Tradition, wenn es darum geht, Stadtplanung in gesellschaftlicher Kooperation zu organisieren. Das ist für uns nicht neu. Gerade in den Jahren 91 bis 96 ist das vorbildhaft im sogenannten Stadtforum geschehen. Wir waren einmal die Pioniere. Berlin war internationales Vorbild, und wenn es nach uns geht, dann werden wir es auch wieder sein. Und so wünschen wir uns, dass die großen Entwicklungsvorhaben unserer Stadt Gegenstand eines weiterentwickelten Stadtforums, eines Berlin-Forums werden, in dem Politik und Gesellschaft auf Augenhöhe miteinander diskutieren, in dem politische Grundsatzentscheidungen miteinander vorbereitet werden. Sicherlich, und auch das ist schon zu Recht gesagt worden, wird es dabei nicht um Einvernehmen gehen können. Es geht nicht darum, Stadtentwicklungspolitik in einer großen Konsenssoße zu ersticken, sondern es geht um den Respekt voreinander und darum, auf der Grundlage von Transparenz, unter Aufgabe von Herrschaftswissen miteinander über die Entwicklung unserer Stadt
offen und auf Augenhöhe zu diskutieren. Ich glaube, das ist entscheidend, die Menschen von Beginn an einzubeziehen. Vorschläge dafür liegen auf dem Tisch aus ganz unterschiedlichen Richtungen und ich glaube, darauf können wir erfolgreich aufbauen und das werden wir auch. Und auch über ganz andere Ideen sind wir offen zu diskutieren. Das Modell der Volksbefragungen ist ja schon angesprochen worden. Sicherlich wird man da abwägen müssen. Man sollte auch da die nötige Vorsicht üben, um anschließend die besten der Modelle, die jetzt vorgebracht und diskutiert werden, auszuwählen und hoffentlich in breiter Gemeinschaft in diesem Haus auch auf den Weg zu bringen. Denn es hat, glaube ich, keinen Sinn, hier nur mit zwei Fraktionen gemeinsam, mögen sie Regierungskoalition sein oder nicht, diese Neuausrichtung vorzunehmen. Ich glaube, so etwas sollte von breiteren Mehrheiten getragen sein. Wichtig ist für uns vor allem eins, egal was am Ende herauskommt und die Zeit, die es braucht, werden wir uns für die Debatte nehmen. Egal was herauskommt, entscheidend ist für uns am Ende, es muss klar sein, wir meinen es ernst damit, die Mitsprache der Berlinerinnen und Berliner in der Stadtentwicklungspolitik und darüber hinaus zu stärken. Vielen Dank.